Hallo, in diesem Video sehen wir uns den Konjunktiv 2 genauer an. Zuerst die Sätze. Es, dass er nicht, das, aber schade. Ich, es mir zuvor, aber auch nicht, Fangen wir an. Es hätte sein können. Dass er nicht hätte kommen wollen. Das wäre aber schade gewesen. Ich hätte es mir zuvor aber auch nicht vorstellen können. Es hätte sein können, dass er nicht hätte kommen wollen. Das wäre aber schade gewesen. Ich hätte es mir zuvor aber auch nicht vorstellen können. Und noch einmal. Es hätte sein können. Dass er nicht hätte kommen wollen. Das wäre aber schade gewesen. Ich hätte es mir zuvor aber auch nicht vorstellen können. Es hätte sein können, dass er nicht hätte kommen wollen. Das wäre aber schade gewesen. Ich hätte es mir zuvor aber auch nicht vorstellen können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb brauchen genauer an. Zuerst die Sätze. Warum, du, das. Es ist doch hier, du, es nicht, suchen. Das, niemand, kaufen oder suchen. Man nur wissen, wo es suchen. Setzen wir ein. Warum brauchst du das? Es ist doch hier. Du brauchst es nicht zu suchen. Das braucht niemand.
zu kaufen oder zu suchen. Man muss nur wissen, wo es zu suchen ist. Und noch einmal, warum brauchst du das? Es ist doch hier, du brauchst es nicht zu suchen. Das braucht niemand. Zu kaufen oder zu suchen. Man muss nur wissen, wo es zu suchen ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Verben im Präsens genauer an. Unten findet ihr noch einmal die Endungen. Zuerst der Text. Susi sitzen auf dem Balkon und lesen ein Buch. Sie sich ausruhen und genießen ihren freien Tag. Sie vergessen den Stress und kurz einschlafen. Setzen wir ein. Susi sitzt auf dem Balkon und liest ein Buch. Sie ruht sich aus und genießt ihren freien Tag. Sie vergisst den Stress und schläft kurz ein. Und noch einmal. Susi sitzt auf dem Balkon und liest ein Buch. Sie ruht sich aus und genießt ihren freien Tag. Sie vergisst den Stress und schläft kurz ein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Und jetzt noch einmal zum Selbstüben.
Setzen Sie ein. Präsens. Die Reise. Hier stehen die Verben im Präsens. Ich habe Urlaub. Haben. Ich bereite mich vor. Vorbereiten. Ich gieße alle Blumen. Gießen. Ich fliege in den Urlaub. Fliegen. Ich packe meinen Koffer ein. Einpacken. Ich beeile mich sehr. Beeilen. Ich fahre zum Flughafen. Fahren. Ich reise nach Italien. Reisen. Ich rufe meine Familie an. Anrufen. Ich starte. Starten. Ich schlafe im Flugzeug. Schlafen. Ich lande in Italien. Landen. Ich steige aus. Aussteigen. Ich gönne mir einen Espresso. Gönnen. Ich suche ein Taxi. Suchen. Ich nehme ein Taxi zum Hotel. Nehmen. Ich checke ein. Einchecken. Ich freue mich auf alles. Freuen. Ich gehe zum Strand. Gehen. Ich sehe mich um. Umsehen. Ich werde eingeladen. Werden. Das ist passiv. Ich lerne Leute kennen. Kennenlernen. Ich treffe sie häufig. Treffen. Ich freunde mich mit ihnen an. Anfreunden. Ich bin glücklich. Sein. Ich genieße den Sommer. Genießen. Ich muss mich verabschieden. Müssen. Ich kehre zurück. Zurückkehren. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Verben werden und lassen genauer an. Zuerst die Sätze. Nach einer Unterhaltung ist sie durch einen Anruf gestört und ist plötzlich böse. Jemand hat sie wohl nicht in Ruhe. Und die Lösungsmöglichkeiten?
A. Worden, B. Geworden, C. Gelassenen, D. Gewordene, E. Gelassen und F. Lassen. Setzen wir ein. Nach einer gelassenen Unterhaltung. Gelassen wird hier als Adjektiv verwendet. Ist sie durch einen Anruf gestört worden und ist plötzlich böse geworden? Worden steht, weil wir das Verb gestört als Partizip 2 haben. Das ist passiv, perfekt. Ist böse geworden, ist das Vollverb werden plus Adjektiv. Jemand hat sie wohl nicht in Ruhe gelassen. In Ruhe lassen, das ist das Verb lassen im Perfekt, Vollverb. Und jetzt noch einmal. Nach einer gelassenen Unterhaltung ist sie durch einen Anruf gestört worden und ist plötzlich böse geworden. Jemand hat sie wohl nicht in Ruhe gelassen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao!